So, wir wollen jetzt Pfannkuchen backen, in ganz spezieller Weise. Dafür haben wir hier Mehl zurechtgestellt, zwei Eier. Hier eine Besonderheit, das ist Ayran, das ist ein Gemisch halb und halb aus Wasser und Joghurt. Und da ist auch schon eine andere Zutat drin, damit das so schön schäumt, nämlich Backsoda. Hier haben wir Fanta. Also, wenn man die nüchternen Kuchen macht, dann Pfannkuchen macht, dann nimmt man einfach bloß Selters. Aber da die jetzt ein bisschen süßer werden sollen, ein bisschen aromatischer, nehmen wir eben ein Glas Fanta. Dann gehört Öl dazu, ein Esslöffel. Hier haben wir das Soda stehen. Und dann gibt es dazu auch noch Backpulver. Das ist jetzt hier schon abgemessen. Dazu noch Salz und Zucker. So, die Eier sind dann schon mal schaumig geschlagen. Und das geht jetzt noch ein bisschen weiter. Dann kommt der Esslöffel Öl dazu. Ran. Schon mal etwas Mehl. Das geht dann quasi nach Gefühl und Auge, je nachdem, wie der Teig sich so darstellt, wird eben Mehl zugegeben, bis er die gewünschte Konsistenz hat. Es wird hier also nicht so haarklein gewogen, sondern eben nach Augenmaß und Erfahrung das zueinander gemischt. Es sollte so dick werden. Das muss keine. Kleine Klümpchen. Ja. Genau. Man muss also so lange diesen Teig schlagen, dass man gewiss ist, dass da keine Klümpchen bei entstanden sind. Nach und nach kommt jetzt das Fanta dazu. Ja, bei der Mehlmenge kann man sich auch helfen mit solch einem Glas Und Senf. von ein altes Senfglas. So eine Tasse, so ein Glas Mehl gehört zum. Was war schon drin und das ist zweite schon. Ja, gehören zwei dazu zu der Menge an. Ja, das ist Menge, wie man möchte. Ja. Es kommt noch ein Glas Mehl und noch mehr Wasser. Einfach, das bedeutet, wie viel Teig möchte man machen und wie viel Pfannkuchen einfach möchte vorbereiten. Es gibt Leute, die machen ohne Eier. Das geht auch so. Wir machen dann irgendwann für Veganer, die essen keine tierische Sachen. Dann machen wir auch so eine Pfannkuchen ohne Eier. Zeigen wir nächstes Mal. So, ich möchte ein bisschen mehr Teig und deswegen einfach kommt und ein Wasser sprudeln lassen. Mit Sprudelwasser ist Pfannkuchen besser, wenn man nimmt nur einfach Leitungswasser. Das macht den Pfannkuchen lockerer. Ja.
So. Jetzt ist gut. Das heißt, das ist immer eine Tasse Mehl auf eine Tasse Flüssigkeit. Na, fast so. Fast so. Bedeutet, wie groß sind Eier. Und ja, das sind Geschmackssachen. So, das muss einfach so dick oder so flüssig werden. Ich zeige jetzt, wie das sein soll. So, wie vergleichen ist, wie nicht ganz fertiger Kuchenteig, so flüssig. Jetzt lassen wir das 10 Minuten stehen lassen. Und dann gucken wir wieder, wie flüssig oder wie dick ist. Und dann entscheiden wir, ob möchten wir noch ein bisschen Wasser oder noch ein bisschen Mehl. Jetzt so ist prima. Jetzt ist super. Aber die, manchmal nachher nach 10, 15 Minuten ist dicker geworden. Deswegen sollte man ein bisschen Wasser dazu nehmen. Und ja, 10 Minuten oder 15 Minuten lassen wir das und den Deckel. Und danach gucken wir wieder. Zack. So, der Teig hat hier fein geruht. Und mal schauen, wie die Konsistenz ist. Ja. Was sagst du? Ja, geht schon. Geht so. Ist gut. Sehr schön zu verwenden. So muss man einfach so mit der Sicht so von oben einfach auskippen. So, so kommt Luft in der, diese Mischung. Teig, ja. Ja, weil das ist keine Teig, das ist irgendwie Brühe oder so etwas. Und deswegen so sollte man einfach so schön mischen. Und dann kommt jetzt die Pfanne aufzubereiten. Jetzt kommt eine schöne Fahrt. Und danach dazu ist Öl für die Pfanne ein bisschen fertig machen. Und dann das ist. So, nun wird die Pfanne also ganz vorsichtig eingefettet, eingeölt. Und dann geht das los. Er sollte gut einfach heiß werden. Ja. Ja. Gut, ist noch nicht zu heiß. Nee. Nein, nein, genau. Da sollte man einfach so diese Geräusch hören von wenn der Teig einfach in die Pfanne kommt. So. Wenn diese Pumpe so passiert, das bedeutet, dass alles perfekt ist. Ja, wenn jetzt hier das so schön Blasen wirft und sich so zeigt, ist das alles ganz, wie es sein soll. Es fängt schon leicht an zu Geräusche zu machen hier. Mhm.
schön blond, goldbraun, so wie das sein soll. Ja, ja, und hier nebenan, da liegt dann auch schon ein Stück Butter, damit die Pfannkuchen dann nämlich nicht hart werden und wunderlich, werden sie, sobald sie aus der Pfanne hier auf den Teller kommen, mit dem Stück Butter bestrichen, abgerieben quasi. Sie sind heiß, es löst sich ein bisschen Butter von dem Stück. Die Pfannkuchen werden dann dadurch ganz besonders lecker und wie gesagt, werden nicht alt und wunderlich. Inzwischen sollte man so machen, wie ich, was ich mache jetzt. Mit dem Teig rühren, diese Brühe so. Das konnte so die Luft einfach hier reinzukommen. Ja. So, und diese dunklen. Die kleinen Bläschen. Ja, genau. So. Und hier wird der Rand schon so sinnig braun, wenn wir mal drunter gucken. Ja, so, jetzt kommt der große Auftritt hier mit Butter draufschmelzen. So, guck, und die Pfanne wurde dann auch schon mal wieder. Und so geht das dann, ein Pfannkuchen schön nach dem anderen, bis die Schüssel dann verarbeitet ist. Ja, und eine Kelle reicht für eine Pfannkuchen. So, genau. Genau. Und der Karten. Ja, dann probieren wir gleich den ersten Pfannkuchen. Wir haben hier jetzt Himbeermarmelade drauf, selbst gekocht aus selbst geernteten Früchten. Wer mag, kann die auch bei uns erwerben, diese schöne Marmelade. Da ist nichts anderes drin als eben die reinen Himbeeren. Ja, Bio darf ich nicht sagen, weil ich nicht zertifiziert bin, aber im Prinzip ist es nichts anderes. Und ja, und dann eben der übliche Gelierzucker. Und weil das 2 zu 1 ist, ist da ja dummerweise ein wenig Konservierungsstoff drin in Gestalt von, ja, wie heißt denn das Zeug? Na, ist auch egal. Jedenfalls ansonsten reine Natur. Mhm. Mmh, ja. Ganz lecker. Ich brauche eine andere Teller. Ja, wie man sieht, ist der Teller leer. Wir schaffen das einfach nicht, diese leckeren Pfannkuchen hier auf Vorrat zu halten und alle zu sammeln. Man kann sagen, dass so ungefähr 10 bis 12 Stück aus so einer Menge Teig entstehen, in dieser Größe. Und ja, wir wünschen allseits guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.